Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und schon wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute geht es wieder um die Weekly Chest, also um den Great Vault. Und den wollen wir mit ein paar verschiedenen Chars aufmachen. Mit Main wollen wir vernünftiges Gear rausziehen. Und mit meinen Twinks war ich auch wieder ein bisschen unterwegs. Und da hoffe ich, dass ich mein Transmog-Set voll kriege. Und ja, ich würde sagen, wir schauen mal rein. Ich war wieder fleißig mit Main letzte Woche und habe 4 Keys gespielt, alles 15er, soweit ich mich erinnern kann. Nee, ich habe sogar einen 16er gemacht, aber der war nicht in Time. Und ja, wir haben 3 neue 15er jetzt in Time gespielt, jetzt sind nur noch 2 offen. Und dann habe ich da auch mein Mount. Lief tatsächlich besser, als ich dachte. Also letzte Woche hatte ich tatsächlich relativ gute Keys. Vor allem Sanguine Depths und diese nekrotische Schneise, ne? Sind Kack-Inis und die habe ich mit einer Random-Gruppe auch gut hingekriegt. Haben wir auch in Time geschafft. Ah ne, das ist Sanguine Depths. Ne, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, das lief gut. Und ja, jetzt hoffe ich, dass auch der Loot natürlich gut läuft. Wir stellen einmal hier um, nicht die Schwierigkeitsstufe, sondern auf Wächter. Und dann schauen wir einfach mal rein. Drückt mir die Daumen, ich will nicht wieder so ein Trinket bekommen, weil das war doch nicht so nice, wie ich mir dachte. Und? Was habe ich denn? Schuhe und Hals. Das habe ich beides schon. Ich habe einen zu 26er Hals und zu 26er Schuhe. Ach komm, mehr Pech kann man ja nicht haben. Und die sind auch noch beide kacke. Oh nein. Warum habe ich denn kein Glück beim Gear? Also, der Hals ist halt schlechter als das, was ich habe. Ich habe einen mit Versa und der ist jetzt mit Tempo und Mastery. Und die Schuhe sind halt auch mit Tempo und Crit. Und ich brauche halt Versa Tempo oder Versa Mastery, ne? Okay, das war mal eine komplette Nullnummer. Oh Mann, ich kriege halt echt das Gear nicht zusammen, ne? Das ist doch echt ein wenig bescheiden. So, was nehme ich? Ich nehme vielleicht die Schuhe, würde ich eher sagen. Eventuell kann ich sie vielleicht für irgendein Gear brauchen, wobei PvP brauche ich, glaube ich, auch Versa. Hier ist halt zumindest noch Lifesteal drauf. Ja, das ist halt, die sind halt beide komplett unnütze. Wenn jetzt hier irgendein Transmog-Item dabei gewesen wäre, das gut wäre, dann hätte ich ja vielleicht sogar das genommen. Aber leider kannst du das jetzt ziemlich knicken. Okay, ja, wir nehmen die Schuhe oder soll ich die Stiegier nehmen? Schon überlegt. Nee, komm, scheiß auf Stiegier. So, dann gibt es noch einen schicken Key. Den 15er Key kriegen wir hier. Schauen wir mal. Also, das war schon mal eine Nullnummer und zwar eine ganz schöne. So, wo sind jetzt die Sachen? Hier haben wir den Key. Die blutigen Tiefen. Blöd, den habe ich leider schon. Den brauche ich auch nicht. Ich hätte am liebsten einen von den beiden Innis halt, ne, bekommen, die ich nur offen habe, dass ich gleich das gehen kann. Okay, also, das war schon mal eine ganz schöne Nullnummer. Ich glaube, ich muss mir, wenn das so weitergeht, doch Gear im Auktionshaus kaufen, dass ich zumindest mal alles über 220 habe, ne? Irgendwie will es nicht. Ja, jetzt gucken wir mal auf den Twinks, ob das vielleicht ein bisschen besser läuft und switchen da einmal, beziehungsweise auf einen habe ich jetzt hier schon geswitcht, auf einen zweiten Account. Und zwar will ich bei den Twinks noch das Set voll bekommen. Wo haben wir es denn? Vorlagen, Sets. Hier, ich war wieder in den LFRs unterwegs, ne? Und habe mittlerweile alle Teile außer 1, dann gibt es dann auch ein schickes Achievement und ich bräuchte halt hier diese Schulter noch und ja, mal gucken, ob ich Glück habe. Ich würde sagen, wir gucken hier mal rein. Ich müsste mit den 3 anderen Chars 4 Bosse umgehauen haben und dementsprechend hier auch was bekommen. Jetzt gucken wir mal, was wir kriegen. Wir kriegen einen Ring, wir kriegen ein Schmuckstück und wir kriegen einen Finger. Also 3 Sachen, wo es keinen Transmog von gibt. Jetzt gucke ich mal, ich habe Ringe, habe ich schon relativ weit oben. Bringt mir nix. Finger habe ich auch oben. Und ja gut. Hier ist halt, wäre halt Verteidigungswertung noch drauf, ne? Und ich nehme das Schmuckstück. Tengen bringt mir eigentlich auch nichts. Selbst, oder ich könnte, naja, auf dem Twink bringt mir Stiegi eigentlich ehrlich gesagt. Wir können mal das Trinket nehmen, vielleicht kann man es irgendwo gebrauchen. Aber ich habe schon halbwegs gutes Gear hier mit den Twinks. Könnte ich mal schauen, weil das Use-Trinket setze ich eh selten ein. Da könnte man vielleicht mal gucken. Eventuell wäre das was. Eventuell. Wobei ich quest auch relativ oft im War-Mode, ne? Und da sind die 40% mehr Verse eigentlich auch nicht so verkehrt. Naja, okay, also das war auch schon mal eine Nullnummer. Gib mir bitte heute irgendwas, ne? Wenn ich mit dem Main schon kein Gear kriege. Jetzt schauen wir mal. Switchen wir hier auch mal. Auf meinen Monk noch, dabei müssen wir mit dem anderen umgelockt sein. So, Kiste der Enttäuschung, Nummer 3.
Komm, 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 komm. Jetzt aber. Die Schultern sind drin, oder? Dann habe ich mein Set voll. Oh, und eine Waffe. Ach, ich hab's befürchtet, dass es so weit kommen wird, ne? Was ist denn das? Ist das Waffenhand? Nee, bringt das. Ah, warte mal, das ist Schildhand, ne? Schildhand brauche ich, glaube ich, nicht so viele Teile. Also, ich gehe halt wegen zwei Sachen in den LFR. Nee, wegen drei Sachen in den LFR. Eins wegen einem Anima, ne? Das andere ist halt die Schultern, klar, dass ich das Set fertig kriege. Und dann vor allem noch die Waffentokens und Schildtokens, die ich bei den verschiedenen Covenants einlösen kann. Ich bin ja mit allen vier Chars bei verschiedenen Covenants, dass ich da das Transmog fertig kriege. Eigentlich, wenn ein Waffentoken drin ist, dann muss ich es fast nehmen, weil ich brauche so viele Waffentokens. Bis dahin kriege ich die Schultern wahrscheinlich nochmal. Aber das ist jetzt ein Schildhand-Token. Und Schildhände gibt es nicht so viele. Jetzt gucke ich einfach mal bei dem Monk, was der noch drin hat. Vielleicht hat der ja auch die Schultern drin, ne? Und dann können wir bei dem einen das Token nehmen und beim anderen eventuell die Schultern. Aber die hat er nicht. Doch, er hat auch die Schultern drin. Seht ihr gut, dass ich es aufgemacht habe? Gut. Oh, hier sind aber auch noch Schuhe von einem anderen Transmog-Item. Jetzt weiß ich halt nicht, wie es mit den Schultern, mit der Schildhand aussieht. Also jetzt hätte ich hier einmal die Schultern drin. Hier Schuhe von einem Zwei-Transmog-Teil. Und bei dem hätte ich halt die Schultern und quasi das Token. Jetzt bin ich mir nicht so sicher. Jetzt muss ich mal schnell im Order Things nachschauen. Das ist natürlich jetzt hier bei dem Char nicht so aktualisiert, aber das wird schon tun. Das ist, glaube ich, Außenbereiche. Dann bei dem Char hier, was ist denn das für einer? Der ist bei den Kyrianern. Dann muss ich einmal die Bastion. Und dann Covenant. Was sind das drin? Händler? Das könnte es sein. Und hier sind die verschiedenen Token-Sachen drin, ne? Jetzt muss ich bloß den richtigen finden. Der die Waffen. Okay, das ist der Mythic-Händler. Und das ist jetzt der Händler, der quasi mir so die Items verkauft. Also ich habe einen Stab. Dann habe ich eine Schildhand, ne? Und noch, also ich habe quasi zwei Schildhände hier drin, die ich noch nicht habe. Okay. Die Schuhe kriege ich doch bestimmt so nochmal. Dann nehme ich hier die Schildhand und bei dem anderen nehme ich dann einfach hier das Ding. Die Schuhe werde ich schon nochmal irgendwo bekommen, schätze ich mal. Von der Schildhand brauche ich dann eh nochmal eine. Also ich denke mal, das ist wahrscheinlich die bessere Wahl. So kann, ist das ein Upgrade für den? Naja, gut, zumindest ein bisschen. Also nehmen wir hier mal die Schildhand. Die Schultern, sage ich. Einmal die Schultern. Dann habe ich zumindest das Set jetzt endlich voll. Ne? Das sind wieder schöne 10 Achievement-Punkte zum Einheimsen. Okay, das zumindest schon mal hier. Und bei dem anderen kann ich dann hier das Token nehmen. Die Schultern-Token. Und kann es dann eintauschen. Habe ich wieder eins quasi hier raus. Ne? Ich brauche halt da relativ viel Stuff tatsächlich. Relativ viel Stuff. Das Gute ist, LFR vom Transmog zählt genauso wie Normal und HC, nur Mythic hat nochmal ein anderes. Also wenn du das Normal Transmog hast, hast du das aus dem LFR oder das LFR Transmog hast, dann hast du das aus dem Normal und aus dem HC auch. Bloß für Mythic müsstest du halt dann nochmal rein. Aber das kann ich mit den Twinks nicht machen. Dafür sind sie zu schlecht equipped. Aber für den LFR reicht es tatsächlich. Okay, gut, dann haben wir zumindest Transmog-technisch was bekommen. Bei meinem Main war das eine ganz schöne Nullnummer, jetzt zum zweiten Mal hintereinander. Ja gut, eigentlich wollte ich halt die 15er Keys erst anfangen, wenn ich 220 equipped bin. Wahrscheinlich werde ich in der Season gar nicht mehr 220 equipped und habe meinen 15er Achievement schon weit vorher. Ja, Gear will leider nicht. Eventuell muss ich dann mal ins Auktionshaus gucken und mir da was raus kaufen. Ich bin so ein bisschen gerade schon am hin und her am überlegen. Warte mal, ich logge mit dem mal nochmal kurz auf den Main um. Und mit dem anderen gucke ich dabei, wie sich die Preise so verhalten. Eventuell mache ich auch einen Frustkauf, wie man das so schön nennt. Und kaufe mir einen Teil raus, wenn sie günstig genug drin sind. Ich habe ja das ein oder andere Gold rumliegen, nur bessere Items selbstverständlich. Was kosten sie denn im Moment? Ja gut, der Ring ist wieder hochgegangen, ne?
Der ist wieder hochgegangen. Ich hatte letztens mal was für 100 irgendwas K gesehen. Die Schuhe, die sind bei 215, aber die bräuchte ich sowieso nicht. Die Handgelenke sind bei 266. Mir scheint's, dass die Sachen immer Mittwoch teurer werden, weil die Leute vielleicht so ähnlich eingestellt sind wie ich und dann so einen Frustkauf raushauen, ne? Warte mal, hier ist irgendwie der Umhang immer nicht dabei, warum auch immer. Ach, okay, das ist natürlich blöd. Das ist natürlich blöd. Hier war immer noch so ein Umhang auch dabei zu 26. Hier, den hier. Ich könnte mir den Versa-Crit-Umhang für 169.000 Gold kaufen. Ich weiß nicht, Ich weiß ja nicht. Die Handgelenke sind leider wieder hochgegangen. Die hätten halt ideale Stats, ne? Und der Finger, der wäre halt auch gut. Da bin ich halt so ein bisschen am Überlegen. Aber ich glaube, ich mach's nicht. Nichts wird mich mehr ärgern, als wenn ich heute 200.000-300.000 ausgib und nächste Woche genau den Slot rausziehe, ne? Das wird mich richtig abfucken. Naja, gut. Lassen wir den Frustkauf erstmal stecken. Wir haben ja zumindest Transmog gekriegt. Main wollte leider nicht vom Gear hochgehen. Schade, schade. Jetzt sind wir weiterhin 217. Das Trinket, das ich letzte Woche bekommen habe, ist so ganz okay, aber ich muss halt ständig dran denken. Ich habe mir jetzt schon eine Weak Hour geholt, dass ich das halt auch use, ne? Das ist ein bisschen blöd tatsächlich. Aber naja. Irgendwann werden wir schon Gear bekommen. Hoffen wir es zumindest. Okay, gut. Dann soll es das soweit für heute gewesen sein vom kleinen Weekly Chest Opening. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Wenn ihr wollt, schaut das nächste Mal wieder rein. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.